Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei den Elder Gods. Und wir sind hier noch mit Yukimara, die auch schon relativ stark ist. Ja, so 58, glaube ich. 58 war es doch, oder? Ja, 58. Ja, ja, also das passt jetzt alles. Und jetzt töten wir mal ein paar Elder Gods hier. So muss das nämlich sein. Und ich hole mal eben noch meinen Löwen raus, damit der auch mal wieder ein bisschen gelevelt wird. 35% hat er schon fast. Ich runde mal ein bisschen auf hier. Mal abrunden wäre jetzt zu deprimierend. Deswegen runden wir immer schön auf, ne? Hallo du. Hallo, hallo, danke. Wir könnten eigentlich auch schon zu den etwas stärkeren gehen, oder? Ich meine ja nur, dass irgendwie... Naja. Toll, jetzt packt sie hier gleich wahrscheinlich wieder richtig schön rum. Egal. So, gibt's hier nicht noch irgendwo wen? Hallo. Ach, was soll's, ich hau einfach mal drauf. Und da seht ihr echt mal, zack, 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 paar Schläge, sind sie tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sind hier jetzt schon die Starken? Hier sind schon die Starken. 64? Ja... Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Ja, eigentlich passt es locker. Das passt eigentlich echt ganz gut. Ah, Hilfe! So. So, so. Nein, angreifen solltest du schon. So, wo sind denn die alle hier? Da unten oder was? Die stehen alle da unten. Ups. Toll, dass die mir hier... Da sind sie doch noch. So, okay, also hier ist echt Parkour-Style angesagt. So, mein Löwe soll auch nicht verhungern. Zack. Zack, wo sind sie alle? Da sind sie alle. Und jetzt heißt es draufhauen. Geht immer noch so schnell. Naja, ist gut, ist gut. So muss das sein. Okay. Wie viel Prozent bringt das eigentlich? Ich habe jetzt 55. Toll, hier unten steht natürlich wieder keine Sau. Okay, zwei stehen hier. Naja, das bezeichne ich eigentlich als keinen. Ach scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Moment. So, wie viel Essen können wir denn abdrücken? Die können wir auf jeden Fall mal abdrücken hier. So. Jetzt töte die mal eben hier. Die nerven mich nämlich ein bisschen. So, okay. Es nervt aber echt, dass die hier irgendwie so voll blöd spawnen. So, okay, okay. Den Löwen ziehen wir nochmal eben dahin, damit es alles schön aussieht. Dann buffen war auch keine schlechte Idee hier. So, Löwen füttern, Löwen rein, Eibert rein und noch hochfliegen. So sieht's aus. So sieht's aus. Naja, was soll's. Also ich glaube, da oben ist erheblich besser, wobei hier unten spawnen halt leider auch noch viele. Aber ich meine, naja, was soll man machen, ne? So, beide wieder raus. Passt doch alles. Perfekt. Moment mal, zieht es nicht irgendwie ab, wenn man den immer rein und raus macht oder so? Weiß ich nicht genau. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Muss ich mal drauf achten. Ich glaube nämlich irgendwie, dass das was abzieht. Meine ich, habe ich so ein bisschen in Erinnerung. Also jetzt wird die schön mitge... Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. Ah. Okay. So, da sind noch irgendwelche anderen komischen Viecher. Aber die wollen wir gar nicht. Also sorry, dass ich heute echt so mega schlecht schreiben kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es normal viel besser ist, aber naja, doch ein bisschen. Man kann es wenigstens ein bisschen erahnen, was da stehen soll. Wo sind die ganzen Viecher hier? Also ich finde die Spawn hier nicht so schön. Na egal. Hauen wir einfach mal drauf, was soll's.
Also echt nach ein paar Schlägen sind die tot und dann geht's weiter. So muss das laufen. 55% aber immer noch. Okay. Hallo, neue Viecher bitte. Neue Viecher. Neue Viecher, da hinten sind noch neue Viecher. Was machst du eigentlich hier? Rankashu. Rankashu. Rankashu? Okay, von mir aus. Doch trotzdem frage ich mich, was der hier macht. Aber nun gut, wenn es ihm hier gefällt, warum soll er nicht hier sein? Okay. Und den kümmert sie sich. Perfekt. Sollen wir nochmal so einen mitnehmen? Ach, der ist eh schon halb tot. Den nehmen wir mit. Was soll's? Oh, der zieht aber echt gut. Der zieht nicht schlecht hier. Egal, überlebe ich. Ja, der war ja echt... Naja, der war eigentlich gar nichts. Okay. Aber die Viecher sind vielleicht echt noch ein bisschen zu hart. Das muss vielleicht noch nicht so ganz sein. Oder? Aber Moment, wir gucken noch mal eben, wir gucken noch mal eben. Ich meine, okay, das sind jetzt auch schon nicht mehr mal die Smallen, das sind die normalen. Ja, die ziehen schon 100. Ah, der hat jetzt verfehlt. Ja, die ziehen schon ein bisschen mehr. Egal, ein paar können wir nehmen, ein paar können wir nehmen. Bis die anderen wieder gespawnt sind hier. Blöden Viecher. Hallo, den in der Ecke wollte ich eigentlich auch noch. Den hier, genau. So, dann nehmen wir noch den da hinten. Und ich hoffe mal, ich überlebe's. Aber das sehen wir dann. So, schön da hinten hingehen. Bisschen Hilfe schadet nie. Und C drücken. Ja, das passt aber eigentlich echt ganz gut. Zack und fertig, war's schon. Ging zu schnell wieder mal, aber gut. Also die passen auch und habe ich endlich mal... Ja, 1% mehr, sehr schön. Wie steht's mit Geld? Mit Geld steht's sehr gut. Also flüssiger geht kaum. Ich meine, okay, es geht immer, aber... Ich habe letzt von einem gehört, der hat irgendwie... Der wollte irgend so ein bestimmtes Set haben. Und... Das war einfach... Einfach nur richtig krass. Das hat irgendwie, ich glaube, 10 Milliarden hat er verlangt dafür. Also der Verkäufer, der das eben hatte, das Set. Aber ich meine, 10 Milliarden, nein, Captain soll muss noch nicht sein. Ah, da sind eh schon Captains dabei. Egal, muss trotzdem nicht sein. Also ich meine, 10 Milliarden, wer hat denn bitte 10 Milliarden? Das geht doch gar nicht, oder? Also normal aus Quests kann man das nicht haben. So viel steht schon mal echt fest. Okay. Die ziehen mir echt gerade ein bisschen gut ab. Aber egal, ich schaff's trotzdem. Zack. Und jetzt noch einmal für die anderen und für den Captain natürlich auch. Sehr schön. Klappt doch alles. Perfekt. Yukimara ist noch da. Alle werden disconnected hier. Was ist denn los? Cliff-Server wieder abgekackt oder was? So, jetzt wird's ja aber gerade echt ein bisschen voll. Zack, zack, zack und zack, so. Hilfe, Hilfe, nicht, dass der ganze Bildschirm wieder voll ist. Das geht nämlich auch nicht so gut. So, bin ich noch gebufft? Ah, nee, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr ganz. Das wiederholen wir lieber nochmal schnell. Hallo? Ach, kacke, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Mal wieder. Pizza braucht kein Mensch. Pizza im Real Life ist immer gut, aber Pizza im Spiel hier, naja, ne? Das Ding kann auch weg. Was ist denn das eigentlich? Schick? Schick, schick? Nicht schlecht. Aber ist halt nicht Set-Teil, ne? Ist nicht das Set-Teil. Insofern kann ich das im Moment nicht gebrauchen. Nein, ich passe gerade nicht auf. So, so, jetzt hat er. Heal war mega unnütz, aber egal. Zack, zack und weiter geht's. Bitte nicht laggen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, weil laggen beim Tanken oder beim insgesamt Pullen halt
ist echt, das ist Krise. Krise ist angesagt. 36,6%. Das geht auch langsam, aber sicher hoch. Was sind das für Viecher? Nee, 67. 67 muss jetzt noch nicht unbedingt sein. Aber irgendwie die Viecher spawnen hier echt besser als die Eldegards. Eldegards. So muss man es aussprechen, glaube ich, hoffe ich. Hallo, angreifen, angreifen. Danke. So, stehen hier nicht noch irgendwo welche rum, bitte? Hallo. Da steht noch irgendwo einer. Da hinten. Wehe, die hauen jetzt gleich wieder ab, dann kriege ich auch wieder die Krise. Aber ich meine, naja, denkt man nicht, oder? Nö, passt alles. Gut, dann wird jetzt mal erstmal draufgekloppt, noch eine Runde. 56% immer noch. Schade, schade. Aber egal, es geht hoch. Ach nö, die hauen ab. Kackviecher. Ich hasse Viecher, die abhauen. Kann ich gar nicht leiden. So. Die können wir gleich mal mitnehmen. Bisschen mehr Leben schadet nie. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache jetzt echt hier mehr mit denen, als mit denen, wo ich eigentlich hin will. Aber ich meine, die spawnen halt einfach hier. Die anderen sind so richtig blöd. Die spacken da irgendwie immer so runter und dann sind die irgendwo anders. Aber ich meine, okay, jetzt im Moment bin ich auch echt... Nein, der muss nicht sein. Wenn ich nur Small habe, muss nicht noch ein Captain dazukommen. Ist nicht unbedingt notwendig. Klar, Freundschaftsanfrage nehmen wir immer an, aber... Ich will trotzdem dabei nicht sterben, bitte. Das fände ich echt super. Wow. Wie viel Quest-Items habe ich hier gekriegt, bitte? Krank. Egal, schadet nicht. Ist immer gut. Okay. Yo, annehmen. Jetzt kommen ja aber echt gerade viele an. Ach ja, ja genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Moment, Moment, ich will die Kamera drehen! Verdammt! So, jetzt wird mir hier der Antrag gemacht. Eigentlich müsste ich das machen. Moment, Moment, jetzt müssen wir noch irgendeine coole Pose raushauen. Antrag machen, das gibt's noch hier, irgendeine coole Pose. Toll, davon habe ich nichts. So, naja gut. Also gut, ja, ich, hier, Moment, wo ist es? F, ne? Ja, F, hier. Treue Level, das dauert Ewigkeiten, glaube ich, aber nun gut, ich habe mal nachgeguckt, das dauert echt zig Minuten. Zig Tage, zig Stunden, so kann man das sagen. Ja, auch von mir aus. Okay, Moment, ich muss mal eben hier ein bisschen wieder... Jo, Leute, also das gilt jetzt auch an euch hier. Ihr werdet ja voll gegrüßt und so. Leveln, Questen, wie auch immer man es nennen mag. So. Nicht online, naja, schon wieder rausgehauen. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich mal... Ach, Moment. Auch schon wieder rausgehauen, oder was? Hier haut echt ständig Leute raus. Furchtbar. Da ich mal stark davon ausgehe, dass du gerade aufnimmst, schreibe ich... So, Moment, ich muss mich mal eben hier ein bisschen hart organisieren. Da das hier echt ein bisschen krass ist, gerade hier von wegen... Scheiße. Boah, das war knapp. Leute, Leute, das war knapp. Das war echt knapp hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde gerade richtig zugenachrichtet hier. So, sorry, dass ich jetzt hier mal ein paar schließen muss, aber ich meine, muss sein. Geht nicht anders. Oh Gott, oh Gott. Moment, Moment, okay. Moment. So, okay. Hilfe! Okay, Moment, wisst ihr was, Leute? Ich pack mal eben meinen Pad ein.
So, und jetzt kläre ich das mal eben hier alles von wegen Nachrichten und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn es wieder ein bisschen organisierter ist. Bis dahin, ciao.